Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 87 Hermines Geburtstag, zweiter Teil. Während er noch am Schaufenster stand und ins Innere schaute, hörte er hinter sich die laute Stimme einer jetzt schon aufdringlich wirkenden Frau, obwohl sie noch etliche Meter entfernt war. Ein Blick über seine Schulter riskierend, erkannte er eine sehr voluminöse Frau mit einem kleinen, hässlichen Hund an einer Leine, der so sehr daran zog, dass ihre Schritte sehr holprig wirkten, als würde sie jeden Moment vornüberfallen. Der knielange Rock legte die dicken Waden frei, woraufhin Severus sein Gesicht verzog. Er hatte nichts gegen vollschlanke Frauen, aber diese hier schien schon rein äußerlich eine Bedrohung für Männer darzustellen. Er schätzte sie um die 60 Jahre, genau wie ihren Begleiter, der Dame in nichts nachstand. Er schien aufgrund seines Übergewichts sogar mehr Oberweite zu besitzen als die Frau selbst. Dann drangen die ersten verständlichen Worte an seine Ohren, sodass er sich wieder dem Schaufenster zuwandte und dem Gespräch lauschte. »Dass man hier nie einen Parkplatz vor der Tür bekommt! Das können die doch nicht machen!« meckerte die Frau mit dem Hund. Der Mann beruhigte sie. »Wir stehen doch nur 50 Meter entfernt, meine Gute!« »Das kostet uns nur wieder Zeit! Ich möchte zum Kampf meines Neffen nicht zu spät kommen, Bruderherz!« sagte die Frau angestrengt atmend, während sie bereits auf den Eckladen zusteuerte, an dem Severus stand. »Wir kommen nicht zu spät. Wir werden wie immer viel zu früh da sein. Jetzt beruhig dich erst einmal und kauf deine Hundekuchen«, erwiderte der Mann, leicht genervt und derweil schwer schnaufend. Denn die 15 Meter vom Auto bis hierher schienen bereits an seinen Kräften gezehrt zu haben. Severus wollte den Moment abwarten, bis die beiden die drei Stufen zum Laden hinaufgehen würden, um sich währenddessen unauffällig umdrehen zu können, damit er dieses seltsame Pärchen einmal kurz von nahem beobachten konnte. Doch manchmal kam es anders, als man dachte. Ihr kleiner Hund fing an zu kläffen, als er seinen Harry bemerkte, sodass Severus sich schon früher umdrehen musste. Jetzt konnte er die beiden genauer sehen. Der Mann war nicht nur übergewichtig, sondern eindeutig fettsüchtig. Seine Beine schienen das Körpergewicht gerade noch halten zu können, und einen Hals hatte der Mann wohl schon seit einigen Jahren nicht mehr. Dafür aber anstelle eines Kinds gleich drei. Die Frau mit der aufdringlichen Stimme zog einmal kräftig an der Leine ihrer Bulldogge, die vom Gesicht her wegen des gedrungenen Erscheinungsbildes eine große Ähnlichkeit mit ihrem Frauchen hatte. Auf einen Schlag fiel ihm seine erste längere Unterhaltung mit Harry ein, der damals von seiner Tante erzählt hatte, die mit ihren Bulldoggen von einer Hundeshow zur nächsten tingeln würde, und er hatte das seltsame Gefühl, als würde er genau dieser Frau nun gegenüberstehen. Anstatt ihrem Hund das Bellen zu verbieten, blaffte sie Severus an. »Können Sie mit Ihrem Köter nicht woanders lang gehen? Sie sehen doch, dass mein Schätzchen Angst vor Ihrem Vieh hat!« Amüsiert zog Severus eine Augenbraue in die Höhe, während er sich dazu entschloss, die Situation nicht eskalieren zu lassen, sondern einfach zu gehen. Als sein Blick erneut auf die fetten Waden der Frau fiel, bemerkte er ein paar dünne Beine dahinter. Severus schaute im Vorbeigehen genauer hin und tatsächlich sah er seitlich hinter den beiden kräftigen Gestalten eine zierliche, ruhige Frau, der die Situation peinlich zu sein schien, doch nichts dagegen unternahm. Als die dürre Blonde
sich kurz umschaute, um zu sehen, ob jemand diese Situation beobachten würde, traf ihr Blick den von Severus. Und mit einem Male blieb sie wie versteinert stehen. Severus stand Petunia Dursley gegenüber und erschien wie sie in diesem Moment gefangen zu sein. In den Kerkern räumte Hermine das Chaos auf, welches die Kratzbürste hinterlassen hatte. Todtraurig war sie darüber, dass ihr Bonsai-Bäumchen so sehr gelitten hatte. Ein kleiner Ast war abgebrochen, aber der kleine Baum würde das schon überleben, hoffte sie. Richtig wütend wurde sie, als sie feuchte Stellen auf dem Teppich ausmachte, in die sie mit ihren nur mit Socken bekleideten Füßen gelaufen war. Und sie fand auch Katzenkot in einer Ecke, obwohl sie Krummbeins alte Katzentoilette aufgestellt hatte. Angewidert sprach sie die stärksten Reinigungszauber und gleich noch hinterher ein paar Zauber zum Desinfizieren, die sie im Mungus während ihrer Ausbildung gelernt hatte. Ihre Stimmung war schon seit heute Morgen nicht die beste, aber jetzt, am Nachmittag, war sie noch immer nicht heller. Sie hoffte nur, sie würde den heutigen Abend überstehen, denn mittlerweile hatte sie keine Ambitionen mehr, ihre eigene Party aufsuchen zu wollen. Harry hatte sich richtig ins Zeug gelegt und nicht nur in den Unterrichtspausen die Gäste mündlich über den Kamin eingeladen, sondern auch in der Küche mit den Elfen gesprochen, um ein paar Kleinigkeiten für heute Abend klarzumachen. Besonders Dobby freute sich darüber, für Hermines Geburtstagsfeier einige Vorbereitungen treffen zu dürfen. Nach seinem Unterricht ging Harry abermals in die Küche und die Elfen versprachen, dass seine Wünsche alle erfüllt werden würden. Oben in der großen Halle, in der gefeiert werden sollte, trafen sich die Schüler langsam zum Abendessen. Professor Dumbledore unterrichtete die Schüler darüber, dass die große Halle heute Abend ab 20 Uhr den Schülern wegen einer privaten Veranstaltung nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Doch zu dieser Zeit wären die Schüler sowieso in ihren Gemeinschaftsräumen geblieben. An seiner Seite saß wie immer Severus, der gedankenverloren in seinem Essen stocherte. Hermine war nicht hier, weshalb Harry mutig fragte: Wissen Sie schon, ob Sie nachher kommen werden? Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Severus etwas Wichtigeres zu tun hatte. Sein Kollege blickte auf und erwiderte: Wie ich Ihnen schon mitgeteilt habe, werde ich nicht fest zusagen können. Sie werden ja sehen, ob ich auftauche oder nicht. Verstehe, Sie wollen Ihren großen Auftritt haben, witzelte Harry. Sein Kollege schnaufte verächtlich, bevor er entgegnete: Wollen Sie mir etwa charakterliche Ähnlichkeiten mit Slughorn unterstellen? Um Gottes Willen, nein, versicherte Harry kopfschüttelnd. Gut, dann muss ich Sie auch nicht verhexen, sagte Severus trocken. Harry bemerkte, dass Severus nicht ganz bei der Sache zu sein schien, weshalb er besorgt, aber leise, damit es niemand hören würde, fragte: Ist irgendwas passiert, Severus? Sein Kollege seufzte, bevor er die Gabel weglegte, und ebenso leise erwiderte: Sie können ja mal raten, wen ich heute getroffen habe. Naja, kommt drauf an, wo Sie waren. Ich habe von meinen Schülern gehört, dass Sie heute früher Schluss gemacht hätten. Was schon eigenartig genug. Severus warf ihm einen bösen Blick zu, weswegen Harry seinen Satz unbeendet ließ. Ich habe Arabella besucht, offenbarte Severus. Mit Bestimmtheit konnte Harry jetzt sagen, was Severus Hermine schenken würde. Doch er sprach es nicht an und fragte stattdessen: Sie haben Arabella getroffen? Und dann? Nein, Sie verstehen nicht ganz. Mit Arabella war ich verabredet gewesen, aber ich habe heute noch jemand anderen. Innehaltend griff Severus zu einem Glas Wasser, von dem er einen großen Schluck nahm, bevor er kurz und knapp erklärte: Ich habe ihre Verwandten getroffen. Das klingende Geräusch einer Gabel, die zu Boden gefallen war, hallte einen Moment in der großen Halle nach und bescherte Harry einige verwirrte Blicke von Schülern und Kollegen.
sodass er sich entschuldigte und die Gabel, Stab und wortlos wieder in seine Hand zauberte. Heftig atmend war es nun Harry, der verlegen zu einem Glas griff, etwas Kürbissaft trank und sich beinahe daran verschluckte, sodass sein Husten nochmals für ein wenig Aufsehen sorgte. »Sie haben nicht mit Ihnen gesprochen, oder?« wollte Harry wissen, nachdem er mit einer Serviette seinen Mund getrocknet hatte. »Nein, aber ich wurde angesprochen, und zwar von Ihrer Tante, der Hundeliebhaberin, von der Sie mir zu Beginn unserer...« Severus fand nur ein passendes Wort. »Freundschaft erzählt hatten.« Gegen das Lächeln, welches sich nach dem Wort Freundschaft in seinem Gesicht widerspiegelte, konnte und wollte Harry nichts unternehmen. Aber trotzdem sein Mund ein Lächeln geformt hatte, entging seinem Kollegen offensichtlich nicht, dass ihm eher zum Weinen zumute war. »Diese Tante hat mich angeblafft und gesagt, ich solle weggehen, weil mein Hund ihrer Bulldogge Angst einflößen würde«, schilderte Severus, der gleich darauf versuchte, Harrys Augen auszumachen, doch der starrte nur auf seinen halbvollen Teller und lauschte. »Ihr Onkel war auch dabei. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass es Ihr Onkel war, denn nach der Beschreibung, die Sie mir einmal von ihm gegeben hatten, er muss es gewesen sein. Und mittendrin, sie war von den beiden massigen Körpern fast komplett verdeckt, habe ich Petunia gesehen und sie mich auch.« Aufgrund von Harrys abrupter Bewegung, denn der hatte seinen Kopf herumgerissen, um Severus anzusehen, hatte er den Satz nicht beendet. Sein junger Kollege fragte daraufhin, »Hat sie sie erkannt?« Severus spitzte die Lippen, als er sich die Erinnerung ins Gedächtnis zurückrief und erwiderte dann, »Ich glaube nicht. Das ist zu lange her, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.« Zu Severus' Erstaunen fragte Harry ihn über die kurze Begegnung neugierig aus. Er wollte wissen, wie die drei ausgesehen hatten, was sie gesagt oder gemacht hätten. Aber viel konnte Severus nicht erzählen. »Ich verstehe Ihr großes Interesse nicht, Harry. Sie hatten mir erzählt, dass Sie von Ihren Verwandten nicht viel halten würden«, sagte Severus irritiert. Um eine Antwort verlegen, versuchte Harry zu erklären. »Naja, ich kann sie zwar nicht leiden, aber sie sind immerhin ein bisschen Familie, das ich habe. Die Schwester meiner Mutter. Auch wenn ich sie nicht unbedingt nochmals sehen möchte, so sind sie doch...« Harry brachte den letzten Satz nicht zu Ende. Severus und Harry ließen das Thema und die Erinnerungen, die sie in Harry weckte, ruhen. Kurz vor 8 Uhr abends klopfte es bei Hermine. Sie wusste, dass es Harry sein musste, aber sie wollte im ersten Moment nicht öffnen. Die Tür öffnete sich jedoch von allein und da fiel ihr ein, dass er ja ihr Passwort kannte. Sein Blick fiel auf seine beste Freundin, die zusammengekauert auf der Couch saß und keine Hose trug. »Hermine?«, fragte er vorsichtig. Sie blickte ihn mit kummererfüllten Augen an, antwortete jedoch nicht, sodass er eintrat und die Tür schloss, um sich neben ihr auf die Couch zu setzen. Eine ganze Weile blieb er einfach nur in ihrer Nähe, damit sie sich nicht alleine fühlen würde. Doch dann, weil die Gäste warteten, sagte er, »Ich weiß, dass du keine Lust hast, aber glaub mir, das wird eine Abwechslung sein, die du dringend brauchst. Sieh dich doch nur mal an. Sag mir ins Gesicht, dass du keine Unterhaltung benötigst und ich blase die ganze Party ab.« Hermine holte tief Luft, sagte jedoch nichts, sodass Harry den Anfang machte. »Soll ich dir eine Hose aussuchen?« Plötzlich schnaufte sie verächtlich und erwiderte gereizt. »Das habe ich die letzte halbe Stunde versucht, Harry. Ich habe nur noch 2 Jeans, die passen.« Scheu blickte sie ihn an und Harry vermutete, sie würde von ihm nochmals erwarten, wie damals in Die drei Besen eine Standpauke zu halten, weil sie zugenommen hatte, doch er hielt den Mund. Sie hingegen kniff sauer die Lippen zusammen und schimpfte mit sich selbst. »Du hast recht gehabt, ich habe zugenommen, so sehr, dass meine Hosen nicht mehr zugingen.« Sie schämte sich und hielt eine Hand vor die Augen, bevor sie sagte, »Selbst wenn mich heute niemand auf meine Trennung von Ron ansprechen wird,
dann werden sich einige sicherlich nicht verkneifen können, mir ins Gesicht zu sagen, dass ich fett geworden. Hermine, du bist nicht fett. Du magst zugenommen haben, ja, aber du bist nicht unansehnlich oder so. Herrgott, was habt ihr Weiber nur mit eurem Gewicht? Ich bin sicher, dass niemand die paar Kilo... Sie fuhr ihm aufgebracht über den Mund und sagte... 12! Ganze 12 Kilo, Harry! 12 sind definitiv zu viel. Er schüttelte entnervt den Kopf und sagte, du liegst damit immer noch im Bereich des Normalgewichts, also reg dich bitte ab, das ist echt nicht viel. Sie stand auf und ergriff mit beiden Händen einen ihrer unbekleideten Oberschenkel, drückte zu und sagte, das ist alles wabbelig. Harry sah dort überhaupt keine Veränderung. Denn er hatte Hermine während ihrer Suche nach den Horcruxen oftmals mit nackten Beinen gesehen, wenn sie beispielsweise in einem See gebadet hatten. Jetzt war kein Unterschied zu damals zu sehen. Was er sah, war ein ganz normal geformtes Frauenbein. Da wobbelt gar nichts, nuschelte Harry, als beide plötzlich von einem Plop aufschreckten. Wobble fragte, Sie haben gerufen, Mr. Potter? Das kleine Missverständnis war schnell bereinigt und Wobble verschwand wieder, sodass Harry zu Hermine hinübergehen konnte, um sie einfach mal zu umarmen. Sie beruhigte sich, als er sie tröstete und sagte letztendlich, Dann ziehe ich eben eine von den alten Jeans an und dann können wir gehen, ja? Er nickte ihr zu und lächelte aufmunternd. Aus Spaß murmelte sie noch vor sich hin. Ich hätte mir Hosen wünschen sollen. Mit betretener Miene ließ sie sich von Harry, der sie an der Hand genommen hatte, zur großen Halle führen. Vor der Flügeltür blieb er stehen und blickte sie mit funkelnden Augen an, bevor sie mit ihrem Nicken ihre Bereitschaft kundtat. Harry öffnete die Tür und zog sie hinter sich herein, bevor er die Tür gleich wieder schloss und noch immer ihre Hand hielt. »Harry, es ist stockdunkel hier«, bemerkte sie ganz richtig. Man konnte nicht einmal die Hand vor Augen sehen, aber der Duft vom leckerem Essen stieg ihr bereits in die Nase. »Wart's ab, Hermine«, beruhigte er, und dann ging es auch schon los. Sie sah zwei kleine Lichter, weiter hinten, in der Nähe, wo der Lehrertisch stehen musste, und gleich darauf stiegen die beiden Lichter in die Höhe und explodierten lautstark und zischend. Andere Lichter folgten, doch die ersten beiden waren die einzigen, die Worte in die Finsternis schrieben, und sie las leise mit. Herzlichen Glückwunsch, liebste Hermine. Die anderen Lichter explodierten und formten Blumen, Sterne und Herzen in den verschiedensten Farben um den Schriftzug herum, bevor die ersten Lichter den Text änderten und Hermine flüsternd vorlas. Du bist alles. Harry konnte Hermines Gesicht in dem Zwielicht nicht sehr gut erkennen, aber er sah trotzdem das Glitzern in ihren Augen, als sie ihre Glückwünsche las, und er wandte seinen Blick nicht von ihr ab, als sie die bunten Worte in der Luft rezitierte. Was eine Freundin ausmacht. Weitere Raketen, die definitiv aus dem Repertoire Feuerwerkskörper für geschlossene Räume der Weasleys-Zwillinge stammten, wurden gezündet und die Dunkelheit in der großen Halle wurde mit beweglichen Figuren erfüllt. Eine Gestalt stellte Krummbein dar, der mit einem Wollknäuel spielte. Eine andere Figur war ein fliegendes Buch, hinter dem Krummbein gleich herjagte, bevor ein neuer Schriftzug erschien und Hermine wiedergab. Jeder von uns beschreibt dich anders. Mit einem zufriedenen Lächeln beobachtete Harry seine beste Freundin, die von dem Spektakel, das er hatte organisieren können, völlig fasziniert war, und er blickte nicht zum Feuerwerk, sondern auf sie, weil ihr Anblick viel faszinierender war, und er lauschte ihrer Stimme. Aber du vereinst das alles. Jetzt sollten die Worte kommen, mit dem jeder der geladenen Gäste Hermine so treffend wie nur möglich hatte beschreiben sollen. Als Harry diese Idee
mit Fred und George besprochen hatte, war natürlich klar, dass die Zeit davon lief. Aber nichtsdestotrotz hatten die Zwillinge alle genannten Eigenschaften in ihre Raketen unterbringen können, sodass die sich nur als brutzelnde Worte in der Luft abzeichneten. Weil sich die vielen kleinen gezündeten Raketen nun so schnell abwechselten, wechselte auch ständig die Farbe in Hermines Gesicht. Trotz des Tempos wollte sie, so gut es ging, alles mitlesen. Und sie las: Wir lieben dich, wie du bist, und so beschreiben wir dich. Treu, gutmütig. Ein breites Lächeln formte sich auf Hermines Gesicht, als sie weiterlas. Freundlich, clever, unerschütterlich. Sie drückte Harrys Hand ganz fest, als wollte sie sich noch während des Spektakels bei ihm bedanken. Die Worte blitzten immer schneller auf, und wenn ein neues Wort erschien, dann blieb es noch einen Moment stehen, um sich nur langsam wieder aufzulösen, während bereits neue Worte folgten. Hermine konnte nicht mehr mit dem Vorlesen mithalten, doch einige Begriffe, die ihr besonders gefielen, sagte sie laut auf. Charmant, mutig, reizend, gebildet, nachsichtig, wunderschön. Harry konnte eine Träne sehen, die sich über ihr lächelndes Gesicht einen Weg zu ihrem Kinn bahnte. Doch er blickte sie weiterhin an und hörte ihrer bewegten Stimme zu, nachdem sie kurz die Nase hochgezogen hatte und am Ende der ganzen Wörterkette rezitierte: Alles in allem bist du die klügste junge Hexe, die wir kennen. Der Satz stammte definitiv von Sirius, was Hermine natürlich registrierte. Und dann war es einen kurzen Moment lang dunkel, bevor ein neuer Text aufblitzte. Und nur gelegentlich bist du etwas frech. In der großen Halle konnte jeder Hermines amüsiertes Lachen hören, doch sie hielt inne, als der Schlusssatz erschien. Wir lieben dich, wie du bist, und deshalb sollst du auch so bleiben, wie du bist. Die in der Luft schwebenden Kerzen erhellten allmählich den Saal. An den Wänden entzündeten sich die Feuerschalen und unzählige Gäste mit Patehüten auf dem Kopf und Luftschlangen um den Hals klatschten, gröhlten, pfiffen und stimmten dann das sogar in der Zaubererwelt bekannte Lied Happy Birthday an. Während Hermine völlig überwältigt dastand, Harrys Hand hielt und sich mächtig freute. Während das fröhliche Lied gesungen wurde, hielt sie sich eine Hand vor den Mund und unauffällig wischte sie ihre Freudentränen weg, was Harry jedoch nicht verborgen blieb. Sie lachte herzlich und fasste sich ans Herz, weil ihre Freunde es geschafft hatten, ihr Stimmungsbarometer von einem Moment auf den anderen in die Höhe zu treiben. So etwas konnten nur Freunde schaffen. So etwas konnte nur Harry fertigbringen. Nachdem das Lied ausgeklungen war und die Menschenmenge ihr wieder zujubelte und alles Gute oder Happy Birthday rief, drehte sie sich zu Harry, umarmte ihn ganz fest, während sie überglücklich flüsterte: Danke, Harry. Danach versiegten ihre Worte und sie lagen sich noch einen Moment in den Armen. Es schien, als würde Hermine gar nicht wirklich hier sein, denn sie konnte sich im Nachhinein nicht mehr vergegenwärtigen, von wem sie bereits umarmt worden war und Glückwünsche und Geschenke entgegengenommen hatte. Lediglich an Filius konnte sie sich bewusst erinnern, der extra wegen ihr auf einen Stuhl gestiegen war, um sie drücken zu können, und an Hagrid, für den sie selbst auf einen Stuhl gestiegen war, um sich von ihm drücken zu lassen. Hermine fiel aus allen Wolken, als Harry ihr mitteilte, dass bereits über 1,5 Stunden vergangen waren, bis jeder der Gäste sich einmal persönlich aufgesucht hatte, um ihr zu gratulieren, aber sie erwiderte nur lächelnd: Wie die Zeit verflogen ist, das ist wohl auch der Grund, warum mir meine Füße jetzt so wehtun. Dir tun die Füße weh? Hast du eine Ahnung, wie viel Kilometer ich gestern und heute hin- und hergelaufen bin, um das hier auf die Beine zu stellen? Fragte er gespielt vorwurfsvoll, sodass sie einfach lachen musste und ihn umarmte,
um sich nochmals zu bedanken. Die Gäste hatten sich in kleinen Grüppchen zusammengefunden, nachdem sie ihre Teller am Buffet gefüllt hatten. Viele setzten sich nacheinander für einen Moment an Hermines Tisch, um eine kleine Unterhaltung zu führen. Doch niemand beanspruchte sie komplett für sich, damit sie auch ein wenig Ruhe haben würde. Nur Harry war immer bei ihr, besorgte ihr was zu trinken und zu essen und bewirtete sie wie in einem 5-Sterne-Hotel. Harry, jetzt setz dich doch auch mal hin, das kann man ja gar nicht mit ansehen, sagte sie im Befehlston, nachdem er ihr etwas vom Dessert gebracht hatte und sofort fragte, ob sie noch etwas benötigen würde. Laut stöhnend nahm er neben ihr Platz, sodass er mit ihr zusammen die Meute beobachten konnte. Belustigt stellte er fest: Schau mal, Alistair steht wie üblich mit dem Rücken an der Wand und trinkt sein eigenes Zeug. Lachend erwiderte sie: Manche Dinge werden sich nie ändern, richtig? Aber dass du es sogar geschafft hast, meine Eltern einzuladen? Respekt, Harry. Ach, das war nicht wirklich schwer gewesen. Das habe ich Arthur überlassen. Ich weiß ja, dass sie prima miteinander auskommen. Schade nur, dass sie nicht lange bleiben konnte, sagte Harry am Ende hin bedauernd. Doch Hermine schüttelte den Kopf. Sie waren doch über 2 Stunden hier. Ansonsten machen sie sich beide immer sehr rar, was solche großen Feiern betrifft. Ich hatte mit einer kleinen Party gerechnet, aber das hier... Sie zeigte mit beiden Händen in den Raum. Hätte ich nicht erwartet. Das ist wirklich eine große Überraschung, Harry. Wenn du mir jetzt noch einmal dankst, dann gehe ich, drohte er schelmisch. Sie lachte kurz auf, doch dann blickte sie auf ihr Glas und sagte: Schade nur, dass Valentinus keine Zeit hatte. Sei mir nicht böse, Mine, aber wenn Svelte Interesse hätte, dann wäre er jetzt hier, sagte Harry vorsichtig. Glaubst du, er hat kein Interesse? Warum dann der Kniesel und das Date? Fragte sie, ehrlich interessiert. Date? Ein Date, wozu er auch mich eingeladen hat und die meiste Zeit mit mir geredet hat? Ich halte ihn wirklich nicht für so altmodisch, dass er mit einer ungebundenen Frau anstandshalber nicht alleine ausgehen möchte. Ich weiß nicht, was er für ein Spielchen spielt, aber ich möchte dich nur wissen lassen, dass ich ihn suspekt finde, erklärte Harry ernst. Aber warum der Kniesel, wenn... Sie hielt inne, weil sie zur Flügeltür schaute und dort jemanden sah. Du hast Malfoy eingeladen? Mit großen Augen blickte Harry zur Tür hinüber und bemerkte, wie Draco Susans Hand ergriff und um seinen Arm schlung, bevor beide die große Halle hineingingen. Erklärend sagte Harry: Ich habe Susan eingeladen, aber ich kann ihr ja schlecht verbieten, ihren Lebensgefährten mitzubringen, oder? Die sind echt zusammen? Dachte eigentlich, das wäre nichts Ernstes, sagte sie verwundert. Susan und Draco steuerten geradewegs auf Hermine zu und gratulierten ihr. Es war erstaunlich, wie höflich und freundlich Draco sein konnte, und Hermine fragte sich, ob sein Wesenswandel womöglich endgültig durch Susan stattgefunden hatte. Die beiden schenkten ihr ein magisches Messer der besten Qualität, welches, wie Draco erklärte, alles schneiden würde, bis auf lebendige Dinge. Sie können demzufolge damit keine lebenden Flubberwürmer schneiden, Miss Granger, aber durch einen Besoar geht die Klinge hindurch wie durch weiche Butter. Ich bin mir sicher, dass Ihnen das Messer nützlich sein wird, besonders während Ihrer Arbeit mit meinem Patenonkel, sagte Draco formell. Susan hingegen duzte sie und Hermine nahm das als Anlass, Draco das Du anzubieten. Er zögerte nicht, nahm ihr Angebot an und bot ihr im Gegenzug dasselbe an. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.